Meine Einfingermethode mit dem falschen Material. Kennst du das auch? Dein Hund, der zieht dich hin und her und nichts scheint zu helfen. In diesem Video zeige ich dir meine neue Einfingermethode und du wirst staunen, wie schnell dein Hund leinenführig wird. Geht schon los. Go! Dogma TV. Wow. Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma, das ist mein Silver, da hinten ist mein Junghund Theo und Rocky so schön am Gras essen. In diesem Video zeige ich dir meine innovative, neu entwickelte Methode nur für dich und du wirst staunen, wie schnell dein Hund leinenführig wird. Aber vorher ein kleiner Tipp mit großer Wirkung. Doch bevor es soweit ist, fahr deinen Hund runter. Werde ruhig. Dein Hund muss erstmal ruhig werden. Du siehst, Silver ist jetzt im Freilauf und Silver ist auch aufgeregt. Es ist wichtig, dass du mit deinem Hund in die Beziehung kommst, in die Beziehung gehst. Du wirst ruhig und dein Hund wird ruhig. Das ist die erste Voraussetzung für die Einfingermethode. Wenn nun dein Hund ganz ruhig geworden ist, dann kannst du ihm die Leine anlegen. So wie du es kennst. Entweder du benutzt ein breites Halsband, wie wir hier, die Martin-Gehl-Halsbänder, oder du nutzt ein Geschirr. Und dann gehst du mit deinem Hund erstmal spazieren. Ganz entspannt. Der Hund, der kann auch an einer etwas längeren Leine laufen, dass er erstmal schnuppern kann, dass er erstmal sich lösen kann. Dass er sich erstmal wirklich bei dir an deiner Seite entspannen kann. Und nun kommt der Clou. Und wenn du nun mit deinem Hund ganz entspannt spazieren warst, dann fängt das eigentliche Training an. Aber nicht irgendwie. Du brauchst erstmal die richtige Ausrüstung. Hast du eine Retrieverleine zu Hause, die mindestens 1,5 cm breit ist? Das ist nämlich super wichtig, um deinen Hund nicht am Hals zu verletzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gönn dir gerne die Dogma Trainingsleine. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wie du diese Leine richtig umlegst und wie du damit deinen Hund führst, erkläre ich dir zum Ende des Videos. Schau es dir unbedingt an, denn sonst gibt es eine erhöhte Verletzungsgefahr für deinen Hund und das willst du garantiert nicht. Wichtig bei meiner Einfingermethode ist die richtige Ausrüstung. Sprich, du brauchst in jedem Fall die Dogma Trainingsleine. Denn wenn du irgendeine Leine nimmst und irgendein Halsband, können echt fiese Sachen passieren. Und nun ist alles perfekt. Dein Hund ist ruhig. Du hast die perfekte Ausstattung für deinen Hund und die Grundlage geschaffen für das Einfingersystem. Das zeige ich dir jetzt. Silver, bist du bereit? Du legst deinem Hund die Leine um. Wie du das genau machst, erkläre ich dir noch. Und dann hast du eine ganz andere Ansprache an deinen Hund. Jetzt hast du eine ganz andere Ansprache an den Hund, weil der Führungspunkt genau hinter den Ohren am Nacken liegt. Es ist eine sehr empfindliche Stelle bei deinem Hund. Darum ist es wichtig, dass du hier nicht nur so eine Schnur hast als Retrieverleine, sondern richtig schön massives Material. Und man sieht genau die beiden Pflaumen da hinten spinnen rum. Und Silver ist jetzt in der Ablenkung und möchte unbedingt mitspielen, wie du hier siehst. Aber die Einfingermethode. Du kannst deinen hochtriebigen Hund, in dem Fall Silver, mit 25 Kilo an einem Finger halten. Die beiden Holzköpfe spielen jetzt da im Hintergrund Scheibe und Silver würde wirklich so gerne mitspielen. Und er weiß genau, dass er jetzt an der Retrieverleine, an der Dogma Trainingsleine ist. Das weiß er, weil die Leine ist aus Leder. Sie riecht speziell und wird nur zum Training eingesetzt. Das ist ganz wichtig, dass du mit dieser Leine nur diese Leinenführigkeit trainierst. Dann versteht der Hund,
er kommt keinen Zentimeter nach vorne. Es ist nicht so wie am Geschirr oder am breiten Halsband, wo er jetzt nach vorne springen kann. Wenn er jetzt nach vorne springt, dann ist es ihm unangenehmer am Hals, ganz klar. Und dass er diese Erfahrung nicht macht, nach vorne zu springen, hältst du die Leine auch immer schön eng bei dir. Du hältst die Leine an deiner Hüfte immer auch so, dass sie leicht durchhängt, dass du den Hund in jedem Fall nicht ziehst. Und mit dieser leichten Ansprache, mit dem Einfingersystem, zeige ich dir jetzt, wie ich Silva aus dieser Situation hole, wo er jetzt gerne mit dabei sein will. Silva? Silva? Und du siehst, wir haben ein wenig geübt. Ja, so sieht es aus, wenn du 1-2 Tage lang mit der Leine geübt hast, dass der Hund da nicht mehr reinfetzt, weil er merkt, er kommt einfach mit der Leine nicht ans Ziel. Weil du konsequent bist. Weil du, pass auf, jetzt zieht er. Hast du gesehen? Jetzt, er quengelt. Es ist jetzt stressig, weil er will natürlich spielen. In so einer Situation, lass doch den Hund sich drehen. Er hat auf jeden Fall das Recht, auch seinen Stress auszuleben. Es ist ein Ventil. Ja? Und wenn du kein Ventil hast, wenn du nie weinen darfst, dann irgendwann platzt einfach mal. Du weißt, was platzen kann. Und dann ist es zu spät. Dann besuche ich dich in der Psychiatrie. Ja? Und so lass den Hund einfach mal ein Ventil. Bei Silva ist es drehen, bei anderen Hunden ist es ein bisschen am Ohr kratzen. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten. Also, der Hund war kurz gestresst, er ist gestresst, er ist jetzt wieder ansprechbar. Und wenn du denkst, dein Hund ist zu aufgeregt, werd ruhig. Geh mit ihm in die Beziehung. Du musst ruhig sein, ganz ruhig sein. Und du vermittelst deinem Hund die Ruhe, die ganz wichtig ist, und du hältst mal den Schnabel. Und wenn du merkst, dein Hund will mit dir wieder interagieren, dann lad ihn ein. Hier. Und ich sag gar nichts. Und das mit meinem hochtriebigen Hund Silver. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht erstaunlich? Guck dir die Weite an. Da sind Rehe, da sind Hasen, da sind Vögel. Und Silver ist der Letzte, der da nicht hinterher springen will. Und natürlich meine Chaoten, die sich da vergnügen. Und es ist auch warm. Silver hat jetzt auch keinen Bock auf Leinenführigkeitstraining. Ein Finger. Er will da schnuppern. Er will da schnuppern. Ein Finger. Erstaunlich, oder? Für meine Einfingermethode brauchst du in jedem Fall die Dogma Trainingsleine, sonst kannst du dich schwer verletzen. Meine Einfingermethode mit dem falschen Material. Und jetzt zeige ich dir, wie du die Dogma Trainingsleine richtig ansetzt, damit dein Hund nicht verletzt wird, wenn du dieses Training machst. Und ganz wichtig, beende jedes Training immer positiv. Silva hat das ganz toll gemacht. Er bekommt jetzt Freiheit. Ja? Die Mischung aus Freiheit und Konsequenz. Wir haben konsequent trainiert, hat er toll gemacht. Und nun kann er machen, was er will. Meinetwegen auch zu den Pappenheimer rüber. Kannst du gerne mal hinschwenken. Und wir, komm Silva, kannst du auch mit, komm mal mit, komm. Kannst ein bisschen spielen. Genau. Und du siehst, Silva ist frei, Silva ist hochtriebig und Silva gräbt sich da gleich ein Loch und will da vielleicht gleich irgendwas aufspüren. Also du siehst, er ist schon hochtriebig und er hat auch Spaß an der Bewegung. Er ist ein unkastrierter Rüde mit 3 Jahren. Unkastrierter Australian Shepherd, hochtriebig mit 3 Jahren. Ein Fingermethode. Jetzt möchte ich dir aber zeigen, wie man genau eine Retrieverleine, die Dogma Trainingsleine, anlegt. Dazu habe ich mir den Nachbarslumpi organisiert, der da ganz gerne mal mitmacht. Also, du übst erstmal, dass der Hund gerne durch die Öffnung schlüpft. Ja, das kannst du üben, das kannst du immer belohnen, dass der Hund da keine Angst vor entwickelt, ja, durch diese Schlaufe zu steigen. Also die Schlaufe legst du um den Hals und nun achte darauf, dass Lumpi von vorne
Genau, Lumpi im Profil. Also, wenn du jetzt Lumpi im Profil hast, dass du die Dogma Trainingsleine nie über den Kehlkopf festziehst. Das kann zu ganz bösen Verletzungen führen, sondern immer schön so anlegst, dass die Retrieverleine direkt hinter den Ohren sitzt. So, und um dieses denn festzuziehen, zack, hast du ja diese Schieber. Ja, also du schiebst hier einmal, ist ein bisschen groß jetzt. Das stellst du natürlich vorher auf deinen Hund passend ein. Und jetzt, wie du siehst, ist der zweite Schieber, dreh dich, hier viel zu weit hinten. Also der Hund würde in jedem Fall gewürgt werden. Genau, und das machst du nicht. Das bedeutet, du ziehst den Schieber, ist jetzt noch auf die Hunde eingestellt, so, du ziehst den Schieber dahin, wo der Hund nicht gewürgt werden kann. Legst die Leine oben an und ziehst dann hier zu, ja, unterm Hals so. Und damit hast du eine gute Ansprache und einen guten Führpunkt. Also sprich, ich brauche hier wieder nur einen Finger, um mit Nachbars Lumpi hier spazieren zu gehen. Das ist ganz wichtig. Auch beim Spazierengehen achte darauf, dass sich der Schieber hier nicht verzieht. Im besten Fall klebst du das einfach mal mit einem Tropfen Sekundenkleber fest und dann ist die Leine immer perfekt auf deinen Hund eingestellt. Der bleibt ja flexibel, um die Leine dann wieder mit viel Platz dem Hund wieder abzunehmen. So, also wieder rangezogen und somit hast du die perfekte Ansprache. Musst du deinen Hund wirklich mal korrigieren an so einer Retrieverleine, denn immer seitlich weg, nie so. Ja, also so korrigierst du deinen Hund nicht, sondern immer zur Seite weg. Das ist ganz wichtig. Und das sind nur die Kleinigkeiten, aber darauf musst du wirklich in jedem Fall achten. Und bei der Dogma Trainingsleine hast du hinten so einen Karabiner noch mit dabei. Das bedeutet, du bist mit deinem Training fertig, nimmst die Leine wieder ab. So, das findet der Lumpi ganz toll. Dann darf der Lumpi auch nicht gleich wegrennen, ja, sondern er bleibt schön sitzen. Das haben wir ja lange geübt. Und du kannst jetzt praktisch mit dem Karabiner einfach ans Halsband schnappen und du machst die hier mit dem anderen Ende eine Handschlaufe, ziehst du schön fest. Damit hast du eine ganz normale Leine und du kannst diese Leine jetzt im Freizeitmodus benutzen. Der Hund kann schnuppern gehen, der hat jetzt praktisch nicht mehr diese Ansprache hier oben, was dann doch ein bisschen empfindlicher ist, sondern er kann jetzt so ein bisschen wieder tanzen, wie er das will. Und darauf achte ganz besonders und hey, mach keine Stimmung, ja, ihr wollt spielen, okay, dann ist auch noch ein bisschen Freizeitmodus erlaubt, Freilauf erlaubt. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da. Vielleicht kann ja Herrchen mit Theo in die Beziehung gehen. Ah, er hat die Mütze geklaut. Okay, halt mal kurz. Nachbars Lumpi! Wo ist Nachbars Lumpi? Wo ist Nachbars Lumpi? Ah! Nachbars Lumpi! Jawohl! Aus. Prima. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachmachen mit deiner Dogma Trainingsleine. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Teilerlös geht in den Tierschutz. Es ist in jedem Fall eine gute Sache. Du hast dann dazu für dein Mindset noch einen Glücksanhänger dabei. Du hast noch einen Karabiner mit dabei, um einfach auf den Freizeitmodus umzuswitchen, weil länger als 10 Minuten solltest du die Leinenführigkeit am Anfang nicht trainieren. Und denk an dich, denk an deinen Hund und hab Respekt, sei fair und mach immer nur so weit, wie es geht und wie es sich für dich und deinen Bauch gut anfühlt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und ciao, bis Dogma TV. Ich weiß gar nicht, was die Dogma immer erzählt, von wegen Dogma Trainingsleine. Die Ein-Finger-Methode passt doch mit jeder Leine. Einmal und frei. Ah! Ah!
Jungs, mein Finger. Ah. Das lag nur daran, dass es nur ein Finger war. Mit zwei Fingern halte ich dich dick und fett und fertig. Jawohl. Ah!